Hey, na? Eigentlich wollte ich an meinem nächsten großen Projekt arbeiten. Eigentlich wollte ich an meinem nächsten großen Projekt arbeiten. Dann schaue ich abends ein Video von Seth, wo er Folgendes sagt. Falls ihr Bock habt, so kleine witzige Spiele irgendwie zu machen, die ich mir mal angucken soll. Ich glaube, viele Zuschauer feiern das halt auch und finden es super interessant. Seid gerne herzlich eingeladen, passt auf mit Musik und Copyright, bla bla, nicht, dass ihr da eine vor den Sack kriegt. Ja, also habe ich mich mitten in der Nacht rangesetzt und habe mir ein Konzept überlegt. Und dann fiel mir auf, warte, ein Spiel kann ja jeder entwickeln. Ich könnte es doch auch in 4 Stunden entwickeln. Warum tue ich mir das überhaupt an? Das habe ich mich auch gefragt. Nachdem ich also die ganze Nacht über ein Konzept nachgedacht habe, habe ich mir einfach ein Labyrinthspiel ausgedacht, wo man 3 FNAF-Boxen einsammeln muss. Man sieht, ich platze förmlich vor Kreativität. Natürlich habe ich auch ein paar Dinge eingebaut, die mit Seth zu tun haben. Ja, es sind halt die FNAF-Boxen. Ich weiß es doch auch nicht. Und das Level wird zufällig generiert. Das waren die Ziele. Erstens, ich brauche einen Boden, auf dem der Spieler läuft, damit der nicht durch den Boden fällt. Klingt logisch. Zweitens, ich brauche etwas, was das Labyrinth zufällig generiert. Und dafür habe ich mir einen Backtracker-Algorithmus gecodet, der ungefähr so aussieht. Drittens, ich habe 3 Boxen verteilt auf der Karte. Und als nächstes habe ich mir noch Gegner hinzugefügt, die einen jagen. Später habe ich festgestellt, dass die ein bisschen OP sind, dass man nicht vor denen weglaufen kann, da es ein Labyrinth ist, weshalb ich sie wieder gelöscht habe. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Winning und einen Death Screen gemacht, die komplett identisch aussehen. Ach ja, und ach, das Hauptmenü auch noch. Was erwartet ihr in 4 Stunden? Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Und ihr könnt das Spiel auch selber auf itch.io spielen. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und sollte dieses Spiel jemals bei Seth in einer Folge vorkommen, dann mache ich das nächste Video vor der Kamera. Bitte nicht. Ich habe keinen Bock, mich zu rasieren. Würde ich sagen, bis der... Flieg! ja. Ich würde nur sagen, bis dahin und ciao. White pink at your eye, try to look good in the moonlight. All this pussy niggas so by my spotlight, moonlight. Make a white pink at your eye, try to look good in the moonlight. All this pussy niggas so by my spotlight.